Hallihallo. Willkommen zurück zu einer wunderschönen neuen Folge Assassin's Creed Odyssey. Und wir machen weiter auf unserer Hatz über die Insel. Mal gucken, was es hier so Schönes gibt. Verlassene Minen. Okay. Ist das der einzige Wachmensch, der hier die Minen bewacht? Muss ich den überhaupt umbringen, wenn ich in die Mine möchte? Ich gehe einfach mal runter. Ich meine, sie ist ja verlassen, also muss das ja der einzige gewesen sein. Hier so bekannt an, auch mit der waren wir in sowas Ähnlichem schon mal? Ich meine, hier können wir ja nicht gewesen sein. Weil ist ja das erste Mal, dass das Ding hier sagt, so, hey, hallo. Aber in sowas Ähnlichem waren wir da schon mal? Oder verwechsel ich jetzt gerade wieder ein Spiel? Oder? Ich bin hier oben, wie willst denn du hier hochkommen? Schlangen sind manchmal auch nicht so die intelligentesten. Müssen wir jetzt mitnehmen, es tut mir voll leid, aber so. Ja, gut, das können wir wieder nicht mitnehmen, weil das Kackspiel wieder der Meinung ist, das geht nicht. Ach. Das triggert mich echt so hart. So, na dann gucken wir hier rüber. Ja, gut, das hier ist wieder das Typische, wie man es kennt, ne? Dieser Aufbau hier. Das haben wir ja schon ein paar Mal gesehen. Warum ist denn die Mine voll? Steckt noch so viel drin. Mit Kohle, 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 Kohle. Kohle, Kohle, tralala. Kohle, Kohle, schalala. Kohle, 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 Kohle. Hm.
Komm ich da hoch oder ist das wieder nur Verarsche? Boah, gerade schon fast am Ausrasten. Na gut, der Aufgang hier, der sieht auch immer so aus wie alle anderen, ne? Schon seltsam. Bin in der Nähe des Ziels. Das ist das Lager. Die wilden Pilze müssen irgendwo da drin sein. Also doch da. Na, warte, welches von den beiden Schwertern ist denn jetzt das Gute? Wunderknopf. Sechs Leder. Ich musste das für euch machen, damit ihr nicht diese Entscheidung treffen müsst. Ich habe das nicht freiwillig gemacht. Aber ich musste, damit ihr das wisst, damit ihr die ganzen armen Tiere in Ruhe lasst. Ich weiß, dass ihr mir das wieder nicht glaubt, aber ist so. Das ist nur für die Tiere gemacht. So, hier wieder was. Das Gebiet wird die wollen doch bestimmt wieder nicht, dass wir hier drin sind, oder? Das Lager der Hafenbehörde. Dann suche ich mal nach diesen Pilzen. Waffen draus machen? Pilze? Biologische Waffen oder was? Ich war's nicht, ich war's nicht, ich war gar nichts. Ihr könnt mir nichts. Ah. Meeresluft. Ah.
Ja, okay, gut, dass der da hinten den Kopfgeld auf mich ausgesetzt hat, das kann ich ja gerade noch so nachvollziehen. Jetzt. Du willst mir sagen, ich komme hier nicht hoch? Ewig das gedauert hat, damit ich hier hochkomme. Hey du! Mach endlich das Versteck ausfindig! Wir werden schon noch fündig. Entkommen! Ja! So dumm wie Stroh. Ohne Mist. Aber wie dumm ist eigentlich Stroh? Das sind eigentlich die Fragen, die richtig wichtig sind, ne? Pfeifen? Sag mal, wie hart soll ich einen F noch drücken, damit der... Der hat doch sogar angefangen zu laden, also hier aufzuladen, das F. Du solltest einkaufen fahren. Ja, das stimmt. Du hast gestern nichts eingekauft. Hier ist nichts, was soll's? Sieht jemand etwas? Nichts. Suchen wir weiter. Wir werden fündig. Sucht weiter. Ich höre und gehorche. Höre und gehorche! Ist da jemand? Ja. Lass hören, was siehst du? Im Namen von... Das überlebst du nicht! Willst du mich verarschen? Warum klappt denn das F nicht mehr? Er lädt immer auf, aber macht nichts. Schon wieder viel zu weit. Irgendeine Spur? Mist! Findet die Ratte endlich! Wir werden schon noch fündig. All den Göttern! Ich hoffe, du bist bereit! Hier stirbst du! Hab ich dich! Lass mich nicht, wolltest du sagen. Komm schon, ich suche nicht allein. Ich bin auch nicht weit gegangen. Schön die Augen aufmachen. Ich will, wenn dann, das Ding gleich fertig machen, ne? Deswegen. Malaka, das kann doch nicht wahr sein. Wir geben nicht auf. Sucht weiter. Sie ist hier. Ja. Ist was zu sehen? Ja, nichts mehr.
Ich will das halt jetzt, wie gesagt, will es jetzt schnell fertig machen, das Ding komplett, deswegen. Ich will aber auch nicht zu viel von vom Kopfgeld kassieren müssen. Immer noch nichts? Bisher gar nichts. Maraka, das kann doch nicht wahr sein. Gut, das wird schon. Wir haben alles versucht, aber es hat nicht gereicht. Ja, aufgelöst, hat ha? Nicht gereicht. Halte die Augen auf. Wer war das? Der andere muss bitte mal weitergehen. Bei denen. Ja gut, jetzt kann ich noch weitermachen. So, jetzt haben wir das abgeschlossen. Gut, schwere Geburt. Ist ja auch ein Hund umbringen. Das für ein Kackspiel. Ah, wo man auch noch Hunde umbringen muss. So, okay. Wein und wilde Pilze, das war alles. Ich sollte jetzt zu dem Mädchen und der Hexe am Tempel. Ja, dann gehen wir da mal hin, ne? Etios Haus. Guten Tag, kann ich vielleicht mit dir... Nein, kann ich nicht. Jo, bis dann, Matthias. Bis dann. Und moin, Puffel. Sei gegrüßt. Wie geht's? Wie steht's? Ach, da oben müssen wir. Ostrakon-Rätsel gefunden. Naja. Blauäugige Schönheit. Blauäugige Schönheit. Kann ich schon mal nicht sein? Nämlich nicht schön. In der Wiege der Mythen, wo die Lagune blau ist, suche nach einem Loch im Stein. Denn durch dieses sehe ich. Wenn die Sonne am hellsten scheint, wird der Nebel sich lichten und das Auge wird sich öffnen, um dein Geschenk zu sichten. Also hier. Irgendwo hierhin zu Mitternacht. Zu Mittag. Nicht Mitternacht. Es geht nicht, es steht nicht, es sitzt. Okay. Sitzt es denn gut? Naja, ich komm gleich rüber, Mädels. Ich komm gleich rüber. Jetzt will ich aber auch erstmal kurz hier hoch. Tempel der Athena. Ja. Oh, das sieht schon geil aus. Die Insel ist wirklich idyllisch. Das ist ein kleines, angenehmes Idyll. She is Athena, baddest in the arena. Okay. Was ihr alles so für Wörter, für Sprichwörter kennt. Okay, also darunter müssen wir dann noch? Na gut. Guten Tag, Mädels. Na? Hier ist alles, was du wolltest.
Bitte schön. Ich danke dir vielmals. Nun brauche ich noch ein persönliches Artefakt. Die letzte Zutat. Bin ich dein Maulesel? Ja, na klar, komm. Was schreibt's denn? Na, don't be modest, I know you're a goddess, so let's be honest, you are Athena. Athena, baddest in the arena. Arena. Unmatched, witty, and queen of... And queen of... The best strategies we've seen. Of. Wenn ich. Oder das Queen und dann off. Seen off. Das Lied. Aha, alles klar. Tun wir weiter. Gut, jetzt ziehe ich es auch durch. Was brauchst du noch, Hexe? Nein, nein. Sie kann mir geben, was ich brauche. Was es auch ist, ich gebe dir, was du brauchst. Wir brauchen nur eine kleine Strähne deiner schönen Locken. Dein Teil ist erledigt, Söldnerin. Komm zur Auswahlzeremonie bei Aetios Haus, um die Früchte deiner Arbeit zu sehen. Es ist das mit dem schönen Meerblick. Du musst kommen. Sobald Aetios mich ausgewählt hat, werde ich dich für deine Dienste bezahlen. Ich hoffe, er hat die Taschen voll Geld. Seine Liebe war nicht billig. Komm, wir haben noch viel zu tun. Wir sehen uns bei der Zeremonie, Söldnerin. TikTok-Musical? Ich wusste vorher nicht einmal, dass es TikTok-Musicals gibt. Ja, ich auch nicht. Komm, lauf mal den zweiten Mann nach. Mal gucken. Ich will mal sehen, was... Oh, Aetios kommt auch mit. Ist das jetzt hier ein angenehmer Dreier oder was? Halte ich mich dann raus, ne, Leute? Ich fantasiere, Cleo. Zurzeit laufen die hier nur in der Gegend rum. Ist ja nicht, ob das so ertragreich wird, was sie jetzt hier so treiben. Geht nach oben. Okay. Jetzt einen Pilz zerrieben. Jetzt kommt ein bisschen Vino rein. Ja, schön im Mörser. Ja, ja. Macht sie gut. Warte mal, ich will erst mal kurz gucken, was ist denn hier los, Leute? Wilder Eber. Aha. Es scheint jetzt wieder die gleiche Animation zu sein. Und die schlurft aber dabei schon kräftig weg. Okay. Ja, ich weiß ja nicht. TikTok? Ich kenne nur Tic-Tac. Tic-Tac-Toe, meinst du? Sah doch hier unten so aus, als wenn irgendwie eine Wildkatze oder so Stress macht. Okay, die stehen immer noch da unten. Ja. Zeremonie beginnt morgen Nacht. Ja, okay, dann würde ich einfach mal eine Runde meditieren dort oben. Das machen wir jetzt noch, oder? Da warten wir jetzt noch drauf.
Triff die verliebte Frau und sprich mit ihr. Okay. Okay. Klauen wir hier mal nicht weiter. Hallo Hühnchen. Ah, na dann. Ah, das ist auch ein geiles Bild. Oh, Shannon O'Connor. Söldnerin! Töte diese Schlange! Sie hat das gemacht! Sie hat mich kahl gemacht! Ich hab's dir gesagt. Gib mir einen Moment. Ich muss mich um ein paar Bauern kümmern. Ich hab's dir gesagt. Du sagtest eine Strähne ihrer Locken. Erklär mir das. Erklären? Es ist doch klar. Ein hübsches, leichtgläubiges, dummes Mädchen wird Opfer einer Konkurrentin. Sie hat mich getäuscht. Aetius hat sie gewählt. Er hat mich nicht mal richtig angesehen. Oh. Weil du jetzt aber auch wieder so richtig schön bescheuert warst. Warum hast du das gemacht? Ja, weil sie das Geld will. Kann nur der meine sein. Ich bin es, den am meisten liebt. Ich bin mit ihm aufgewachsen. Und ich habe immer schon auf ihn aufgepasst. Mhm. Glaubst du, ich ließe mir meine große Liebe von einem blauäugigen Küken rauben, das nur sein Geld will? Aetios weiß nicht, was gut für ihn ist. Er hatte schon länger ein Auge auf Dida geworfen. Mhm. Ihm gefiel einfach ihr Anblick. Den hab ich geändert. Also die Hexenlache hat sie drauf. Was wurde aus dem Liebestrank? Na, sie hat ihn getrunken. Und sieh nur, er hat prächtig funktioniert. Sie fügte eine Strähne meiner Locken hinzu und ließ es mich trinken. Zuerst hat es sich gar nicht komisch angefühlt. Aber später als... Und mein Haar, es ist einfach ausgefallen. Was ist das? Nee, es ist nicht ausgefallen, es ist abrasiert. Ihr Haar für einen Zauber? Zauber? Wie dumm seid ihr denn? Wenn es doch nur so etwas Praktisches geben würde. Es ist einfach Alchemie. Mit etwas Grundwissen über giftige einheimische Pflanzen ist alles möglich. Und die Pilze sind bekannt dafür, heftige Reaktionen auszulösen. Obwohl, ich habe noch nie erlebt, dass jemand kahl wird. Nur ein schlimmer Ausschlag meistens. Der Trank hat alle Erwartungen übertroffen. Nett. Hä? Naja, gut. Was soll man da jetzt machen, ne? Wir wollen einfach unser Geld haben für die Arbeit, die wir geleistet haben und gut ist. Mir wurde Geld versprochen. Gib es mir. Ich will mir das Drama hier auch nicht antun. Streng genommen hat das Mädchen um die Objekte gebeten. Nicht. Das ist richtig. Sie hält uns beide zum Narren. Töte sie, Söldnerin! Nee. Also so gern, wie ich ja die Eins machen würde, ne? Wir haben vorher schon gesagt, das ist Mist und es ist blödsinnig, was du dort tust. Er hatte vorher schon einen Blick auf dich geworfen und du warst zu blöd, das zu sehen und hast nicht in dich selbst vertraut. Obwohl er natürlich auch ziemlich oberflächlich ist, aber okay. Weil Haare wachsen nach, so, was will er da eigentlich? Wenn der Rest ihm wenigstens gefällt. Naja, aber wenn oberflächlich, dann anscheinend ganz. Und wir haben eigentlich ihr geholfen. Also der Dame, nicht der Hexe. Von daher müsste eigentlich sie uns bezahlen, nicht die Hexe. Die Hexe ist verrückt. Doch sie tat nur, was du auch tun wolltest. Nämlich, egal was, um bei dem zu sein, den sie liebt. Ich kann sie nicht verübeln. Wie kannst du das sagen, nachdem sie mir das angetan hat? Sieh ein, dass du verloren hast. Geh heim. Naja, bezahl mich. Dann geh heim. Siehst du? Die Söldnerin versteht es.
Komm, Aetios, mein Liebster. Lassen wir die Bauern mit ihren Dramen allein. Wir müssen eine Hochzeit planen. Ich fühle mich wie der glücklichste Mann auf Erden. Ein Herz aus Stein. Sind damit wir jetzt gemeint, oder was? Also, ich fand jetzt nicht, dass wir sehr steinernes Herz hatten. Naja, obwohl, vielleicht war es doch recht steinern. Wir haben ja die ganze Zeit gesagt, sie soll es nicht machen. Hat sie gehört? Nein. Hat sie es verdient? Maybe. Was? Kopfgeldjäger? Für was denn? Für was haben wir denn jetzt ein Kopfgeld? Täuschung? Für Täuschung? Nett? Nett? Da ist er abgehauen und hat uns ein Kopfgeld ran verpasst. Das war garantiert die naive Frau, weil wir ja die Hexe nicht umgebracht haben. Aber hätten wir die Hexe jetzt angegriffen, also das wäre ja das andere gewesen, hätten wir jetzt die Hexe angegriffen, dann hätte Aetios uns eventuell angegriffen, dann hätten uns auf jeden Fall die Wachen angegriffen, dann hätten uns wahrscheinlich noch ganz andere hier von diesem Ding, also von dieser ganzen Stadt angegriffen. Und wir hätten definitiv noch viel, viel mehr wegen Mord und sonstigem am Hals gehabt. Und Geld hätten wir deswegen trotzdem nicht bekommen. Also, ne? Herimos der Maler. So, der mag keine Fernangriffe, alles klar. Aufboldrüstung. Naja, gut. Rang 8. Naja, dann soll er mal ankommen, ne? Gut. Aber um den kümmern wir uns dann einfach. Und ja, in der nächsten Folge geht's dann natürlich weiter. Und zwar haben wir hier unten noch eine Quest und wir haben da drüben noch zwei Fragezeichen. Wird also hübsch. Na dann, vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut. Cheerio. Ciao.